Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Zabakuk, genau. Hier, wo neuerdings der Inspiro ja auch reinfährt in den Bahnhof. Und hier haben wir Güterzüge, die ja auch durchfahren, das ist auch sehr nett. Wo wollen die denn hin? Ja, das ist jetzt eigentlich egal, also die wissen, wo sie hin müssen. Sehr schön, da kommt gerade noch einer, nicht ein Güterzug natürlich, sondern ein Personenzug, der ebenfalls in den Bahnhof reinfährt. So, heute möchte ich eigentlich zum Thema Werkzeuge nochmal kurz zurückkommen. Wir haben noch ein Städtchen namens, jetzt muss ich es wieder finden, hier hinten, genau. Neuhaus Schierschnitz, genau, die brauchen noch Werkzeuge, die wir hier vorne herstellen. Ich möchte aber noch ganz kurz nach Graz, weil, ja, wir haben hier einen Murkstunnel. Ihr habt das auch geschrieben. Wir können gleich nochmal schnell gucken. Guck, der fährt gerade durch. Also irgendwas ist doch hier irgendwie, liegt im Argen. Wenn wir das jetzt so sehen, dann sieht das irgendwie eigentlich... Nee, das sieht, hier sieht es eigentlich normal aus. Das da oben, das ist einfach irgendwie so ein bisschen ein Darstellungsfehler. Aber dann haben wir hier plötzlich eine Wand. Oh Gott, wie sieht denn die Lok aus? Okay, das ist unsere schöne Lok von vor zwei Folgen. Ich würde mal sagen, das mit schön hat sich erledigt. Es hieß noch, Heisi, wenn du bei der Wartung raufgehst, dann sieht die wieder normal aus. Leute, das halte ich tatsächlich für ein Gerücht. Wir können ja mal schnell gucken gehen. Das wären die beiden Züge. Wir machen mal den hier auf Anwenden. Ja, jetzt wäre es aber cool, wenn... Ne, guck mal. Das Ding sieht da immer noch genau gleich aus. Ne, das ist verrostet. Sollen wir die so fahren lassen? Ich glaube nicht. Das ist extrem schade. Eigentlich ist diese Idee mit dem Rosten ja wirklich eine gute Idee. Aber ja, das... Oh, ja, schau mal an. Jetzt wundersame Wandlung. Wie geht das denn? Im Tunnel drin. Kann sein, wenn wir jetzt rausfahren, dass das Ding wieder rostig ist. Dann haben wir hier aber irgendwie ein interessantes Tunnel. Apropos Tunnel, wir gehen gleich nach Graz zurück. Das vergesse ich schon nicht. Ah, doch, guck. Aber das funktioniert tatsächlich. Also, wenn man die Wartung auf volle Pulle stellt, also da muss ich Danke sagen mit diesem Kommentar. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass das tatsächlich funktioniert. Dann hat man den Rost wirklich weg. Ja, wie cool ist das denn? Da müssen wir sie nicht ändern. Hat jetzt halt ein Momentchen gedauert, bis das irgendwie geändert wurde, aber okay. Nur jetzt eben, was ist denn mit diesem Tunnel in Graz? Jetzt, wenn wir da durchgefahren sind, so falsch hat es gar nicht mehr ausgesehen. Wenn wir hier reingucken, irgendwie ist... Ja, da, guck mal, da ist da irgendwie eine Wand im Weg. Das ist doof, aber ja, was sollen wir da machen? Weil die Weiche, die brauchen wir. Die haben wir auch nicht umsonst gebaut. Das ganze Tunnel nochmal bauen? Ja, ob das dann besser wird? Ich habe ein bisschen das Gefühl... Moment, da kommt ein Zug. Lass uns nochmal schnell einsteigen. Da hier diese Wände. Über die Gleise. Ne, das geht nicht. Das müssen wir anders haben. Das müssen wir definitiv anders haben. Da müssen wir die Weichen anders machen. Machen wir das. Und danach machen wir das mit den Werkzeugen. Dann lassen wir den jetzt hier in den Bahnhof reinfahren. Dann kann er dort in Ruhe warten. Dann drücken wir den Pausenknopf. Und dann wird dieses Tunnel gefräst. Wir könnten es zusätzlich einfach machen, indem wir hier einfach alles abflachen. Finde ich aber auch nicht die Lösung, muss ich gestehen. Ich finde das Tunnel so unmittelbar nach dem Bahnhof jetzt so falsch eigentlich nicht. Tag, schöner Kollege. Nicht mehr rostig. Wie gut ist das denn? Wir haben die wundersame Wandlung live miterlebt. Gut, also der ist weg. Ich mache mal schnell Pause. Weil, ja, jetzt wird das eingerissen hier. Und zwar alles, das komplette Tunnel. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen können. Dass wir das irgendwie mit normalen Wänden haben. Ich hoffe, das geht überhaupt. Und sonst müssen wir die Weichen vielleicht außerhalb setzen und nicht im Tunnel drin diese Weichen haben. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habe ich wieder einen Baum erwischt? Offensichtlich ja. Machen wir den hier weg. Sehr gut. Dann hätten wir hier die Ausgangslage so, wie wir sie brauchen. Wir schnappen uns ein Gleis. Und zwar gerne ein schnelleres. Und zwitschern hier mal durch. So, mit welchem Portal? Was hatten wir denn Schönes? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Nee, doch nicht. Wir müssen halt eins haben. Ja, das natürlich vier Gleise zulässt. Das müsste, glaube ich, bei dem gegeben sein. Das ist, glaube ich, sogar das Richtige. Beziehungsweise das Richtige. Es ist halt das, was wir vorher hatten. Da gibt es in dem Sinn jetzt nicht irgendwie ein richtig oder falsch, würde ich behaupten. So, also Gleise wieder hinklöppeln. Das geht in die Richtung nicht. Ja, da muss ich nochmal abreißen. Das ist ein Depot hier. Das ist egal. Das reißen wir ab. Zack, also nicht das Depot. Sondern... Ne, geht so nicht. Sondern das Gleis zum Depot. Ja, so ist okay. Jetzt mal schnell gucken, hier wieder rein. Ja, dann passt das mit dem Eingang, hätte ich fast gesagt, mit der Einfahrt. Hier auch nochmal kurz klöppeln.
Jetzt müsste das Tunnel okay sein. Jetzt haben wir aber das Problem. Wir brauchen ja die Weichen. Wir haben hier Fehlermeldungen. Gratz-Werkzeug. Oder wir können natürlich auch Folgendes machen. Moment, schnell. Zack, den hier. Dann geht da ein anderes Dingens rein. Das ist natürlich auch eine einfache Geschichte. Dann fährt er dort rein neu. Ja, dann macht das mal. Wir können später, wenn wir hier weitere Züge haben, werden wir nochmal gucken, wie wir das mit den Weichen machen. Also hier im Tunnel drin ist natürlich keine gute Idee in dem Fall. Dann müssen wir das irgendwie hier vorne machen. Gut, aber das war jetzt eine relativ schnelle Geschichte. Ich dachte, wir bauen hier noch ein bisschen länger um. Oh. Jetzt hat der Kollege keinen Strom mehr. Das kann... Er kann Strom mehr vor allem. Kein Weg elektrisch? Ah, der kommt natürlich nicht mehr auf sein Gleis. Moment, da müssen wir... da müssen wir doch nochmal ganz schnell gucken gehen. Kollege, wo möchtest du denn hin? Nach hier hinten. Halt, ich brauche die Linie schnell. Ja, ist ja logisch, wir haben eben die Weiche nicht. Der möchte auf dieses Gleis. Das können wir ihm aber auch gönnen. Weil das ist ja dann, das ist eine einmalige Geschichte, dass aus dem Gleis rauskommt. Kommt er da aufs andere Gleis rüber? Nein, er kommt von hier, hier raus. Das heißt, wir müssen von hier da rüber. Einmalig. Das heißt, ich könnte das Gleis wahrscheinlich nachher sogar wieder abreißen. Also zumindest, wenn wir hier reinkämen. Ich mache hier mal trotzdem bauen. Und dann ist nämlich die Fehlermeldung weg, dann kommt er da rüber. Nehmen wir mal das noch. So, jetzt müsste sie aber auch wieder zweigleisig sein, nicht, dass wir jetzt da ein Problem haben. Fahren tut er schon mal, das finde ich sehr gut. Ja, dann ist es ab hier dann tatsächlich zweigleisig. Haben wir ja auch Signale. Wie haben wir die denn gesetzt? Und hier haben wir auch keins mehr, guck mal. Nicht, dass das wichtig wäre, aber wir setzen immer Signale. Bei der Depotausfahrt, dann machen wir das hier auch. So, einmal so. Und jetzt hätte ich hier gerne nochmal ein Signal. Wie gesagt, also das ist natürlich jetzt einmalig, was er hier macht. Das wird so nicht mehr sein später. So, das Signal hier, dann dort. Und dann passt, weil der fährt natürlich dann hier rein und dann kommt auch in sein Gleis. Das hat jetzt alles seine Richtigkeit. Ich lasse aber das hier, was wir jetzt gebaut haben, mal noch stehen. Irgendwie finde ich es cool. Hier mit der Weiche rüber, das hat doch irgendwie auch was. Hier sind wir noch gar nicht weitergekommen. Aber jetzt Werkzeugtransport. Wir sind dann stehen geblieben mit den Werkzeugen. Das müsste irgendwie hier unten gewesen sein. Da ist die Werkzeugfabrik. Von hier würden wir gerne nach Neuhaus. Schlierschnitz. Wenn ich das so ansehe, irgendwie hier lang haben wir gerade gar nichts. Wie machen wir das denn? Ich würde natürlich, wenn es irgendwie geht, gerne Gleis nutzen, das wir halt tatsächlich schon haben. Der fährt irgendwie hier unten durch. Achso, das ist ja sowieso, das ist die Strecke, die der Holzzug macht. Den wir brauchen, damit die Werkzeuge hergestellt werden. Könnte man mitnutzen. Bringt das was? Ja, das sind halt 3,50 Meter. Also irgendwie bringt das gar nichts. Was bringt denn was? Wir könnten auch hier hinten raus, das würde natürlich auch gehen. Ja, bringt uns aber auch nichts, ist ja die falsche Richtung. Oder, doch, Moment. Wenn wir das so machen, irgendwie hier hinten raus, hier vielleicht unten durch, in die Gleise rein. Wo führen uns die hin? Nach hier vorne, dann auf die Brücke und zwar nur auf die Brücke. Dann wären wir aber schon mal hier. Und wo müssen wir hin? Ja, doch nochmal ein Stückchen nach da hinten. Dann hätten wir hier nochmal Gleise, die uns nach da hinten führen. Das wären die hier. Das ist die Umfahrung, die wir hier haben. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir die nutzen. Da ist halt ein bisschen die Frage, wie sollen wir da reinkommen? Nochmal schnell gucken. Von hier oben hier runter. Ja, ich finde das eigentlich eine gute Idee. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wir haben gerade ein bisschen viele Fragen heute. Ja, da müssen wir sogar noch eine Verbindung machen, da kommen wir so nicht rein. Aber wenn wir in die Gleise reingehen, von hier aus, ist dann ein bisschen weiter, ist klar. Aber dann können wir hier in die reingehen und dann können wir hier die Umfahrung nutzen, die uns dann hier lang führt, nach da und dann kommen wir da nach Neuhaus und zwar wirklich eben auf Gleis, das wir bereits haben. Wie gesagt, das wäre ja mein Kriterium. Dann machen wir das auch so. Würde heißen, von hier hinten. Wir schauen mal schnell, wo haben wir denn hier noch was frei? Hier, das äußerste Gleis. Das haben wir noch zur Verfügung. Das gönnen wir uns doch glatt. Was sollen wir andocken? Wo geht denn das hin? Achso, nee, wir wollen ja... Was wollen wir denn? Im Prinzip wollen wir hier unten durch, würde ich sagen. Da kann ich ja mal schnell gucken, ob das geht. Müsste eigentlich gehen. Ja, aber wir wollen es ja huckelfrei. Dann machen wir das mal so. So, ich hoffe, es bleibt huckelfrei. Einmal diesen.
an das zweite Gleis gehe. Das ist ja von krumm nach schief, das gibt's ja nicht. Moment. Nein, das möchte ich nicht von krumm nach schief haben. Es ist aber, da ist halt das Ganze schon von krumm nach schief. Moment. Ich reiß gleich die Straße ab, ich sehe es kommen. Nein, jetzt ist doch okay. Jawohl, jetzt passt. Einmal hier rüber, dankeschön. Jetzt könnten wir hier eigentlich auch im Prinzip andocken, oder nicht? Ja, wird schwierig. Oder von hier kommend, da rein. Nicht nur den Bogen, das machen wir. So, einmal fröhlich durch die Stadt durch fast schon. Zack, während da gerade der schöne Zug kommt. Sollen wir den noch mitnehmen? Jawohl. Den nehmen wir noch mit, unseren Werkzeugzug für Hackermoos. Ja, weit hat der tatsächlich nicht. Jemand hat noch geschrieben, ich habe die kürzeste Bahnlinie der Welt oder die kürzeste Bahnstrecke der Welt gebaut. Von da oben nach hier unten. Hier sehen wir eh gerade, wie der kommt. Sehr schön, der Cam. Hier ist noch... Boah, das war gerade wieder die Brücken-Cam, obwohl hier gar keine Brücke ist. Wie geht das denn? Ja, der schnappt sich hier die Bretter wahrscheinlich. Jawohl, sehr gut. Und bringt die zur Werkzeugfabrik. Sehr schön. So, wo sind wir stehen geblieben? Irgendwie von einem zum anderen am Rumspringen. Oh, aber das muss man halt schon mitnehmen. Guck mal, wenn man hier gerade so schöne Bilder hat, wie die Züge hier schön über die Stadt rüberfahren, die Güterzüge, dann muss man auch mal kurz die Muße haben, finde ich. Dass man sich das halt entsprechend gönnt. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Also, wir brauchen aber hier noch einen Anschluss ans Gleis. Ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin. Jawohl. So, wäre dann das Gleis daneben. Das heißt, hier bräuchten wir dann doch gerne auch nochmal eine Weiche. Einmal so, und einmal so. Und einmal ein Signal und einmal Bat. Sehr gut. Ja, die anderen Signale, ich würde sagen, die setzen wir dann wahrscheinlich eher, wenn wir alles haben. Die ganze Strecke. So, jetzt muss ich aber auch ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir rüber. Das bringt uns nichts, wenn wir hier reingehen. Das haben wir schon geprüft. Das geht hier runter. Geht dann hier hin. Ja, da kommen wir irgendwie nicht in die Umfahrung rein. Oder kämen wir das? Es wäre natürlich einfacher, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Weil sonst müssen wir wieder mit einer Brücke rüber und dahin. Lass mich mal schon gucken, wenn wir hier lang fahren, hier diesen, dann müssen wir von hier reinkommen. Hier haben wir eine Brücke. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder was mache, dann haben wir wieder das Geländerproblem. Dann sieht das wieder mumpitziger aus. Ich sehe es kommen. Und ich möchte nicht ein drittes Gleis und viertes Gleis haben. Das finde ich irgendwie schade. Das würde ich tatsächlich lassen. Ja, aber dann funktioniert es halt auch nicht. Ich meine, ich kann es ja mal kurz testen, aber ihr kennt das Problem. Also wenn ich halt hier irgendwie den hier mache, dann haben wir hier den hier. Dann hängt hier halt das Geländer ein bisschen drin. Und das gefällt mir halt tatsächlich nicht. Dann können wir es nicht machen. Wir kommen nirgends auf den Boden hier. Hier hinten erst. Wobei, so eine zweite Brücke hier? So irgendwie... Nee, kommt. Wir gehen außen rum. Wir machen das, was wir uns zuerst überlegt haben. Ich denke, das ist sinniger. Aber eben, dann haben wir tatsächlich den Effekt natürlich, dass wir hier, wenn wir hier unten durchgehen, dort nochmal eine Brücke brauchen. Dann machen wir das auch. Irgendwie so mit einem Bogen. Oder ich mache zuerst die Brücke. Ich denke, das ist tatsächlich cleverer. Ist ein bisschen schwierig, eine Brücke, weil es geht abwärts. Ja, mal gucken, was wir hier Schönes haben. Irgendwie sowas. Das ist eigentlich ein Güterzug. Ist eigentlich egal, weil hier fahren später wahrscheinlich auch andere Züge rüber. Wisst ihr, was die ist, die Brücke? Richtig zu hoch. Das möchte ich nicht so haben. Da irgendwie sowas. Das sieht doch eigentlich in Ordnung aus. Geht halt ein bisschen abwärts, aber das ist eigentlich okay. Wenn das hier ein bisschen abwärts geht, wir machen sie noch ein bisschen kürzer. Von der Ausrichtung her kommen wir hier rein. Ja, ich baue die mal. Dann schlängelt es hier noch mal ein bisschen. Das finde ich eigentlich eh okay. Und jetzt ist halt hier... Ihr ahnt es eh schon. Jetzt kommt der Heisi wieder und überlegt sich, ob er hier einen Damm macht. Richtig, überlege ich mir. Nee. Nee. Irgendwie. Nee. Ja, kann man machen. Nee, ich meine eine Aufschüttung, glaube ich. Wie ist das? Besser. Das ist definitiv besser. Kommt, wir machen das so. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt. Mir ist jetzt wirklich gerade aufgefallen, wir haben schon Zugverkehr mittlerweile. Also das macht sich jetzt langsam bemerkbar, dass wir eben nicht nur einzelne Züge auf Linien setzen und sozusagen sparen mit den Zügen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir jetzt die auch immer mal wieder sehen. Sehr schön. Gut, jetzt würden wir gerne hier runter. Ja, ich habe es befürchtet, das könnte hier ein gewisses Problem geben, dahingehend. Ihr seht, es hat ein Gefälle.
Ah, aber so geht's. Wenn ich da rangehe, dann können wir hier einfädeln. Ist das das richtige Gleis? Nee. Logischerweise nicht. Das ist das richtige Gleis. Ich würde hier aber wieder schütten. Let us shoot. Ja, das ist viel schöner. Wir können nachher gucken, was wir damit machen. Also ob wir hier vielleicht noch eine Textur drauf machen. Ich würde sagen, ja. Dann wäre das das linke Gleis. Dann ist das okay. Dann machen wir den hier runter. Das war nix. Machen wir nochmal. Sind dann irgendwie plus minus hier. Und machen das plus minus so. Ich glaube, ich gucke aber nochmal schnell, weil nicht, dass wir jetzt da irgendwie 5 Meter dahinter dann eine andere Ausfädelung haben. Das finde ich dann tatsächlich auch eher Käse. Mhm, ne, das funktioniert ja blendend. Komm ich hier rein so? Ist das dann auch eine vernünftige Weiche? Ja. Ja, ja, können wir so machen. Also wegen dem Fädeln. Ne, das ist ein Bahnhofsgleis, also das ist schon mal kein Problem. Das können wir tatsächlich so machen, das passt doch. Gut, jetzt müssen wir aber nochmal schnell gucken wegen den Signalen. Ich mache die jetzt schon mal, auch wenn wir die Strecke noch nicht fertig haben. Wir mal hier und wir mal hier. Und dann wäre das zack hier. Und dann hätten wir hier Blöcke, würde ich sagen sogar. Genau, und die Aufschüttung wollte ich mir ja noch ansehen. Dann geht das hier lang. Dann haben wir hier ein Signal gesetzt. Dann ist das andere, würde ich sagen, hier. Und dann haben wir ja noch den Bahnübergang. Gut, sind wir jetzt schon drin? Jawohl, das heißt, wir düsen da runter. Da fehlt aber noch ein Signal. Und zwar bräuchten wir dann in die Richtung schon auch noch eins. Und das hier ist natürlich auch falsch. Das muss weiter weg. Oder das lassen wir. Ich würde das tatsächlich lassen. Wisst ihr warum? Wegen dem Bahnübergang. Und wir machen das so, dass wir hier nochmal einen Block haben. Und das dann weg ist. Ja, und dann haben wir hier oben eh dann das Bahnhofsgleis. Ja, das ist okay so. Gut, also Aufschüttungen. Was kann man mit Aufschüttungen machen? Ja, alles mögliche. Eine schöne Textur drauf. Ich mach mal... zuerst mal ein, zwei Bäumchen. Irgendwie gerne den Mischwald hier. Irgendwie plus, minus so, dass wir da irgendwie eine Abgrenzung haben. Hier das Ganze ebenfalls und auf der Seite ebenfalls. Dann können wir da eine vernünftige Textur aufhängen. So, einmal so. Halt! Brauchte ich nochmal? Hier fehlt noch was. Gut, plus, minus so. Also, wir machen hier nichts Riesiges, aber wir gucken jetzt mal. Maltool, irgendwas... Gras hellgrün, Geröll. Sagen wir hier mal, kommt, wir testen mal, wie das mit Geröll aussieht. Wenn das hier einfach im Prinzip felsig ist. Ja, gefällt mir. Okay, ich würde mal sagen, Geröll ist gebonkt, so mit ein bisschen Gras dazwischen. Können wir schon mal machen bei dem Teil. Einmal so, hier auch Geröll, städtisches Geröll sozusagen. Einmal bis hier hin. Dann passt das bereits. Dann ist das ein bisschen geröllig mit Gras. Und das haben wir hier hinten. Da machen wir was anderes. Da hätten wir noch nasser Dreck. Ne, dann müsste es regnen. Gras geschnitten. Was ist das hier? Eine Markierung. Aha. Gras geschnitten. Hexagonplatten. Oh, wie sieht das denn aus mit dem Kopfsteinpflaster? Das sieht dann natürlich nicht mehr natürlich aus. Das sieht dann halt gebaut aus. Aber irgendwie denke ich, das könnte einen gewissen Reiz haben. Wir machen da mal eine Probe. Bemalung. Ja, kann man doch machen. Es ist halt dann irgendwie so ein Muster. Seht ihr es? Man sieht es, also ich sehe es, aber es ist relativ, wie soll ich sagen, es ist nicht sehr ausgeprägt, das Ganze. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Das war gerade mein Gedanke. So, könnt ihr ja reinschreiben in die Kommentare. Heißt das aber eine graue Fläche? Macht da was anderes. Jo, dann machen wir das. Ich zeige es aber gleich nochmal. Ich finde, das hat schon was. Das sieht halt tatsächlich gebaut aus. Das sieht halt nicht aus wie die anderen Aufschüttungen. Das können wir so lassen. Hier tatsächlich wieder mit dem Gras, das durchgeht. Und sogar ein Baum hat hier noch seinen Weg gefunden. Das ist doch sehr schön. Gut, also. Hätten wir soweit. Ich möchte hier noch Bäumchen haben. Irgendwie, das gefällt mir genau nicht. Was wir hier haben. So. Einmal so. Und schon haben wir Bäumchen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, der Kollege hier oben. Ja, der stand nicht ideal. Also, aber jetzt steht das Ganze soweit ideal. Wir sind in dem Gleis drin. Und jetzt haben gesagt, wir wollen, glaube ich, in das rein. Kann das sein? Ja, weil damit wir dort auf die Umfahrung kommen. Ja, aber jetzt haben wir natürlich genau das Problem. Richtig, also ich höre euch schon.
jetzt nicht hier eine Einfädelung machen. Dann haben wir genau das mit hier ist eine, dann ist hier eine. Und das machen wir anders. Wir gehen hier aus dem Gleis raus und gehen dort erstmal viergleisig voran, würde ich sagen. Nicht allzu weit, aber ein paar Meter sicher. Einfach damit wir dieses Problem nicht haben, was wir in der letzten Staffel hatten. Nämlich mit halt immer mal wieder Zugstau. Das wird kommen. Das wird irgendwann sowieso kommen. Steigung zu groß? Ach. Moment. Das kriege ich da irgendwie hin. Warum ist da die Steigung zu groß? Jetzt geht's. Ist es das linke Gleis? Ja. Hä? Doch. Was wollte ich jetzt sagen? Eben, das Problem werden wir sowieso haben, weil wir relativ viele Züge eben haben. Da ist einfach die Frage der Zeit im Prinzip. Wann das beginnt? Da habe ich jetzt aber auch schon oft genug gesagt, dann werden wir uns dem Problem halt annehmen. Dann müssen wir gucken, wie wir Lösungen schaffen. Bei mir macht das tatsächlich auch Spaß, eben dieses Geklüngel. Wenn irgendwo was nicht läuft, dann gucken wir halt mal, wie kriegen wir das wieder zum Laufen. Das ist für mich tatsächlich ein Teil, ein großer Teil von Transport Fever 2. So, dann wollen wir hier rein. Und dann sind wir dort im Gleis drin. Ja, das war auch ein schlauer Satz. Ja, wo sollen wir sonst sein? So, mal den. Geht wieder nisch. Aber so geht's. So, zack, dann sind wir hier drin. Ich würde sagen, lasst uns die Signale gleich noch machen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich plötzlich auf die Idee komme, die jetzt zu machen und nicht, wenn wir alles fertig haben. Weiß es auch nicht. Aber irgendwie, ich möchte das jetzt irgendwie so haben. Dann machen wir das auch so. So, einmal so. Dann haben wir dort ein Signal. Das ist aber dann hier natürlich in dem Sinne falsch plötzlich. Kommt mal dahin. Und aus der Richtung kommend haben wir dort eins, hier eins und dann gibt es hier nochmal einen Block. Jawohl, und da gibt es die Einfahrt. Gut, dann sind wir hier drin. Stimmt das soweit? Doch, von hier kommend. Ja, dann nutzen wir das. Ihr seht aber, hier haben wir die Signale doch relativ großzügig gesetzt. Also da würde ich dann schon nochmal kurz was machen. Auch wenn der Güterzug wahrscheinlich ein bisschen länger ist wie der Inspiro, der gerade hier lang fährt. So, einmal so. Und hier haben wir das Ganze eh bereits gemacht. Genau, dann geht das hier weg. Ne, geht's nicht, sondern... Oh, guck mal, was hier an Zügen unterwegs ist. Sondern es geht hier lang, genau. Hier rauf, hier rüber. Dann den hier, das ist eine längere Strecke. Da sind die Werkzeuge im Moment schon unterwegs. Aber von hier aus kommen wir jetzt problemlos hier nach Neuhaus-Schier. Schier was? Schier-Schnitz rein. Und zwar problemlos. Die haben, man sieht, in dem Sinne noch keinen Güterbahnhof. Dafür haben sie einen See. Hier mit Umfahrung. Oh, und der schönen ÖBB-Lokomotive. Mit Personenwagen. Ja, wo machen wir denn hier den Güterbahnhof hin? Irgendwie, ich möchte nicht den See kaputt machen. Hier hinten vielleicht, oder dann vielleicht auf der Seite. Dort ist halt der Hauptbahnhof. Auch ein sehr schöner, wie ich finde. Sieht schon cool aus, das Ding. Hier mit den Gleisen raus. Ja, wie machen wir das? Das ist jetzt die Frage. Hier irgendwie den Güterbahnhof integrieren, hier integrieren. Oder eher hier hinten. Wenn wir von hier kommen. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich frage mich halt, ob ich ihn vielleicht an den See ransetze, damit wir dort halt irgendwie auch also von den Zügen aus den Güterbahnhof noch sehen. Oder ob ich den irgendwie doch irgendwie woanders hinsetze. Den haben wir schon. Was haben wir hier? Genau, das gucke ich jedes Mal wieder und dann stelle ich fest, nee. Wir transportieren Werkzeuge, kein Schüttgut. Kopfbahnhof oder Durchfahrt? Komm, wir machen Kopfbahnhof. Hier muss keiner durchfahren. Und zwei Gleise und die 240. Was brauchen wir denn hier sonst noch? Baumaterial. Okay. Wäre hier eine Option oder halt eben hier. Und dann die Straße natürlich entsprechend hochziehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Würde ich tatsächlich eher so machen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Güterverkehr. Das ist doch in Ordnung. Sogar so drunter. Reicht das von der Höhe her? Jetzt steht genau der Baum im Weg. Moment. Freie Sicht für freie Bahnhöfe. Ist schwierig zu sagen. Also die Oberleitung, das müsste gehen. Ich guck mal. Irgendwie so. Ich muss ein bisschen weiter raus, damit ich sehe. Genau, noch mal ein bisschen. Oh, Kollege. Sanft drehen. Ein bisschen sanft drehen. Und hier ein bisschen drunter gehen. Dann haben wir doch eine Kollision. Aber so wird es, glaube ich, gehen. Ich baue den mal. Und jetzt schauen wir noch mal. Ja, doch, doch. Das ist doch perfekt. Gefällt mir, finde ich sehr schön. Dann machen wir zuerst die Straße, weil sonst schimpft natürlich dann die Stadt wieder, das kennen wir.
die hätten gerne hier einen Anschluss an ihren Güterbahnhof. Den brauchen wir sowieso, weil wir müssen mit den Werkzeugen nachher noch in die Stadt rein. Hier irgendwie so unten durch. Nein, nein, nicht da rein. Ich würde gerne das noch so mitnehmen. Oder sollen wir da rein? Guck mal, das ist ja fast noch cooler. Ja, machen wir. Dankeschön. Dann nehmen wir hier runter und ganz klar, dann gehen wir da rein. Aber nicht so, sondern mit einer schönen Kurve. Ich habe die Kurve schon aktiviert. Habe ich. Dann machen wir eine schöne Kurve. Eine vorbildliche. Da rein. Sehr gut. Komm, wir helfen denen noch ein bisschen. Wir verbinden hier das Ganze mal noch ein bisschen. So, wunderbar. Gut, hier mit der schönen Brücke. Also, den haben wir. Jetzt würde ich aber noch mal ganz kurz, einfach damit wir das Ganze sicher haben. Doch, doch, das ist das Gleis hier. Nicht, dass ich... Habe ich auch schon mal gemacht, weiß ich noch. Irgendwas zwischendrin gemacht, wahrscheinlich eben den Güterbahnhof gesetzt, zurück und das falsche Gleis erwischt. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, 5 Minuten rumgemurkst, bis ich endlich rausgefunden habe, warum die Linie nicht funktioniert. Ja, weil die gar nicht in die Gleise reinkam. Das weiß ich tatsächlich auch noch. Gut, ja, das gibt's halt ab und zu. Jetzt murksen wir aber nicht. Jetzt schauen wir, dass wir da hinten in den Güterbahnhof reinkommen. Und wie kommen wir das am besten? Wir könnten hier fädeln. Irgendwie da rein. Oder wir fädeln von hier hinten. Ne, von hier ist nichts mit fädeln. Ne, ne, das ist Käse. Wir machen das so, dass wir hier rausgehen. So, einmal so mit ein bisschen Tempo. 100 km/h. Das ist in Ordnung. Und das Ganze dann so. Wir werden gleich nochmal gucken wegen den Signalen. Jetzt aber die Ausrichtung. Ja, schon so. So, hier irgendwie reinkommen. Genau. Da könnte man hier doch nochmal schnell gucken. Was haben wir hier an schönen Bahnhöfen? Hätte ich fast gesagt, das sind dann schon nicht unbedingt Bahnhöfe. Unbeschrankt, Land, Österreich. Nochmal Österreich, das ist ein schönes Ding. Nehmen wir dich mal. Dankeschön. Hier einmal raus, das zweite Gleis kommt dann gleich. Ja, und dann haben wir dort vorne halt einfach nochmal eine Straße. Eine breitere. Oh, da kam gerade interner Fehler. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir haben tatsächlich Straßen, das hat man in der letzten Staffel. Da stürzt das Spiel ab, wenn ich sowas mache. Ich weiß nicht warum. Ist aber halt tatsächlich so. Also ich muss da ein bisschen aufpassen mit rumfuchteln. Sonst kachelt uns das Spiel dann wieder ab. Da wurde ich auch mal nochmal vorgewarnt tatsächlich. Heißi, pass auf bei diesen Bahnübergängen. Das kann wieder ein Problem geben. Wobei, das ist doch einfach eine ganz normale Straße, oder nicht? Nee, da haben wir einen internen Fehler. Das ist genau das Problem. Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. So, einmal den hier. Und dann machen wir dort eine Brücke, würde ich vorschlagen. Dass wir hier vernünftig durchzwitschern können. Nämlich so und so. Da rein. Dann hier eine Weiche. Einmal den. Einmal diesen. Und jetzt haben wir ja eigentlich die Signale schon überall gesetzt. Dann machen wir das doch hier auch gleich noch. Signal. Ne, das sind wieder irgendwelche Fliegenden. Das sind irgendwelche Falschen. Jetzt hieß man doch, schmeiß doch die nicht gehen, raus. Ja, da müsste ich aber wissen, wie die heißen. Das sind ja alles Mods. Das ist gar nicht so einfach. So, hier müssen wir noch schnell gucken. Hier haben wir das einfädeln oder ausfädeln, je nachdem aus welcher Richtung wir kommen. Machen wir zack, dort. Wenn wir hier unterwegs sind, dann haben wir hier einen Bahnübergang. Dann würde ich es lassen. Dann zählt das hier. Gut, aber das muss natürlich noch weg. Von hier kommt, stimmt. Und in die Richtung, da haben wir viel Platz. Machen wir das so. Da haben wir fast zu viel Platz. Machen wir nochmal ein Signal hier hinter so einem Block. Also nach hier vorne. Und dann passt das soweit. Dann hätten wir es ja eigentlich schon. Jetzt habe ich aber hier die Straße noch gekappt. Genau. Vielleicht sogar wieder mal... Sollen wir wieder mal so eine Bogenbrücke machen? Also eine... Ich zeige es euch. Ist das hier städtisch? Kaum. Das war eigentlich eine Landstraße. Die hier wahrscheinlich. Ja. Irgendwie so. Und jetzt mit M. Jawohl, dass die hier so rüberschwingt. Es muss dann nicht zwingend irgendwie die Brücke sein. Sondern... Wir schauen mal, was wir Schönes haben. Sowas. Von der Oberleitung geht es gerade knapp. Ja, da machen wir vielleicht eher die dünnere Variante. Der Pfeiler steht auch vernünftig. Jetzt gefällt mir aber dieser Korb da oben halt wieder nicht. Ja, so finde ich es eigentlich besser. Das ist ein bisschen sehr nah hier, oder nicht? Wisst ihr was, wir machen das anders. Also nicht anders, sondern das hier noch weg.
Und das hier noch weg und dann machen wir es ein bisschen länger, dann wird die, dann werden die Pfeiler anders gesetzt. Irgendwie so. Und was hatten wir jetzt hier? Den Kollegen mit dem hier. Ne, das ist ja eben der Kollege mit dem Korb. So was. Ja, das finde ich sehr nett. Das machen wir. Aber hier viel Verkehr, es geht eigentlich. Ja, das, zack, ist gebongt, ganz klar. Dann würde ich sagen, lasst uns bereits die neue Linie machen, nämlich von diesem Bahnhof hier zurück. Immer mal die Doppel-1, damit wir das farbig haben. Zu unserer Werkzeugfabrik, das wäre die hier oben. Mal gucken, was das Spiel meint. Das Spiel meint genau das, was wir eigentlich uns angedacht haben. Sehr schön. Also, das wäre dann für das Städtchen Neuhaus. Ich denke mal, da können wir uns dieses Schlierendingens, das schenken wir uns mal. Das wäre Neuhaus Werkzeug. Nichts anderes. Neuhaus Werkzeug. Sehr gut. Jetzt mache ich aber noch ganz schnell eben doch natürlich die Kontrolle. Zweigleisig, zweigleisig, zweigleisig. Es ist der richtige Weg. Was wir jetzt hier auch nicht haben, sind Wegpunkte. Er benutzt die Umfahrung. Ja, wunderbar. Wie er die Umfahrung nutzt. Kommt, wir machen hier noch zwei Wegpunkte rein. Ich weiß, dass die Signale auch als Wegpunkte gehen, aber ich nehme gerne immer normale Wegpunkte. Ah, damit es hupt, wenn wir durchfahren. Wenn ich es denn finde, hier. Und B, die reißen wir nicht ab, falls wir irgendwas an der Strecke ändern. Gut, dann wäre das von Unterhackermoos kommend, würden wir gerne hier lang. Jawohl, und von Neuhaus zurück wollen wir dann hier lang. So, dann haben wir das nämlich auch gewuppt. Sehr schön, dann fehlt uns... Ja, was fehlt uns? Der Zug natürlich noch. Den würde ich vorschlagen, kaufen wir uns morgen und dann fahren wir mit dem als erstes gleich mal mit. Das ist doch eigentlich immer eine relativ schöne Geschichte, wie ich finde. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir mit unserem Werkzeugzug nach Neuhaus düsen. Hilfe, Kamera. Moment. Machen wir es so. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.